Oh. Du, da nervst mich langsam. Au. Can't make a dent. Gue? Was hätte die noch im Angebot? Ob Säure hilft? It is no use. I cannot get through. Scheint geholfen zu haben. Aha. Frisches Obst. Ob das wirklich so frisch ist? Zauberbuch der Störung. Hm. Not a problem. Something you need? Zauberbuch des Elementaristen, okay. Also ja, so wie es aussieht, sind die Bibliothekare schwächer, weil sie keine Sporen zum Schutz haben. Also Sporen als natürliche Rüstung. I trust you. Trouble up ahead. I'm ready. Meri publicis, per Milano. Watch your fire. So, ihr beide wieder eine Eisenhaut. That's not very helpful. Okay, ich renne mit Adolf direkt in die Scheiße rein. So, jetzt sind wir wenigstens hier alle los. Of course. If I must. Hütervertrag. Dieses alte und brüchige Dokument ist ein Vertrag zwischen einer Gruppe von Vitrag-Entdeckern und Agenten von Vale, der bei der Ankunft der Vitrag in den verschneiten Hallen geschlossen wurde. Im Gegensatz für frische und reichhaltige Nahrung sowie einen trockenen Ort, wo sie ihr Nest errichten konnten, verpflichten sich die Vitrag, die Sammlung bis in alle Ewigkeit zu bewachen. Na, und hier noch mehr Geschichten. Diese flache Holzkiste ist aus Metall gegossen, in die realischen Buchstaben gefüllt. Also diese flache Holzkiste ist aus Metall aus Metall gegossen, in die realischen Buchstaben gefüllt. Sie sind jedoch verkehrt herum und von eingetrockneter Tinte überzogen. Naja, Druckbuchstaben, also Buchstaben für die Druckpresse. Not a problem. Was ist mit dir passiert? Ich hoffe mal, du bleibst nicht für eine Ewigkeit so. Ja. Oh ja, jetzt sieht sie wieder normal aus. Gut.
Gut, der stand alleine da, wenn ich richtig gesehen habe, aber verlassen drauf würde ich mich nicht. Beschwört er die immer? Oder kann er sie nicht beschwören, wenn ich die richtigen Sachen draufgelegt habe? Wart mal, was soll das jetzt? Zutritt für Unbefugte verboten. Beschwört er jetzt nochmal jeweils welche? Okay, Fan der Todstellen. Deal with this one. Yes? This thing isn't doing the job. That wasn't that bad. Hat sich der Vampir jetzt unsichtbar gemacht? That's not very helpful. Okay, das war jetzt ein interessanter Bug. Aber nichts, womit wir nicht fertig geworden sind. Zweihändiger Kampfstab, Dietriche. Okay. Gut. Was ist das Erste? Die zwei haben Land und Soldaten vom einen genommen und im Gegenzug beide alles gegeben. Sieht aus, als könnte man hier ein Buch ablegen. Also 5 bis 10. Etwas, was mit Soldaten zu tun hat. Hm. Also. Der Name von Lengraf. Das Orleanerreich. Engwith konnte keinen Konkurrenten dulden und erst recht keinen Rivalen. Das Orleanerreich der nördlichen Täler war beides. Eine größere Beleidigung noch als die schiere Existenz des Reiches an der Grenze der engwithalischen Gebiete war die gesellschaftliche Organisation der Orleaner, die zur Gemeinschaft, Gleichberechtigung und Animismus tendierte. Das widersprach der engwithalischen Verehrung des Individuums, der Wichtigkeit, die sie der sozialen Stellung zuwiesen und ihrer unerschütterlichen Hingabe zu kodifizierten religiösen Dogmen. Okay. Band 6. Wo ist Band 6? Engwith war nicht das einzige Imperium. Es war einmal das erste. Es war lediglich jenes, das sein Ziel, die Welt zu beherrschen, am rücksichtslosesten verfolgte.
Eora war Schauplatz anderer Geschichten, seit die ersten Götter es erschufen. Geschichten, die nicht von Adra und Kupferdraht durchdrungen waren, sondern von der epischen Poesie aus Geruch und Gesang jenseits des Gehörs der Gestandenen. Öffne dich dem Geflüster der freien Orte und du wirst die Geschichte von der Ogerkönigin und der Vitrak-Versammlung vernehmen. Halte deine Zunge im Zaum und du wirst die Kochstellen einer Xaurib-Stadt schmecken, die sich dem Auge verborgen bis zum Horizont erstreckt. Sieh hin und du wirst sehen. Okay. Das war jetzt... Sechs. Dann sieben. Die Vertreter zweier großen Reiche trafen sich am Sitz des Dritten und Engwif, Jesua und Okaizo einigten sich auf einen Handel. Im Gegensatz für Land und Macht würde Okaizo Engwif ein Zuhause für deren Forschung gewähren. Im Tausch gegen fähige Soldaten würde Jesua Engwif erlauben, ihren Glauben zu verbreiten. So kam es, dass Okaizo das Todesfeuer eroberte und Jesua Yeshe und Engwif machte beiden zu seinen willigen Mitverschwörern. Okay, das ist eher wie ein 3-2 sich streiten, freut sich der Dritte. Das war jetzt 7. Jetzt brauchen wir 8. Allen Kreaturen liegen zwei Dinge zugrunde, eine Seele und ein Samen. Eine Seele benötigt einen Samen, um den Körper heranwachsen zu lassen, der sie beherbergt. Und je stärker die Seele, desto mächtiger der Körper. Selbst ein Gott braucht eine physische Gestalt, um in der materiellen Welt zu handeln. Wir können Seelen nicht erschaffen, aber wir können sie kontrollieren. Wir können sie verbinden, trennen und wieder zusammennähen. Aber wir können keinen Körper wachsen lassen, der groß genug ist, um die Seele eines Gottes zu beherbergen. Es sei denn, wir können den richtigen Samen erschaffen. Aber wie lernen wir einem Objekt seinen Daseinszweck? Okay, das war jetzt 8. Gucken wir nach 9. 9 habe ich hier irgendwo. Die Geburt von Engwif. In der Zeit, bevor die Gestandenen die Mathematik oder die Architektur erfunden hatten, lebte ein einsamer Stamm von Zirkenhirten am Fuße eines Steintals. Sie hausten in den Höhlen der Steinklippen und wenn die Sonne unterging, beobachteten sie die Sterne, wie sie ihren Weg durch die Leere der Nacht bahnten. Durch ihre Beobachtungen entwickelten sie eine Theorie von der Natur der Dinge und sie begannen ihre Mission, sie wahrzumachen. Okay, das ist sehr kurz gehalten. Der Mann, aus dem Skeen werden sollte. Greitus wurde bald zu Noahs liebsten Berater und machte sich zur Aufgabe, die engwitanische Elite von innen heraus zu zerstören. Seine Lügen brachten die Mächtigen gegeneinander auf und seine Fälschungen unter groben Handelsabkommen, die jahrzehntelang vorbereitet wurden. Aus diesem Wirren ließ sich Geld machen, doch er füllte nicht seine eigenen Taschen damit, sondern verteilte es heimlich unter dem Volk. Als eine stille Rebellion schließlich aufgedeckt wurde, folterte man ihn fast zu Tode und stellte ihn vor die Wahl. Entweder würde er seine Fähigkeiten in die Dienste jener stellen, die er zu zerstören versucht hatte, oder er würde durch die Hand der kirchlichen Inquisition sterben. Und Kratos behielt sein Leben, zumindest für eine Weile. Okay, also, was haben wir hier an Sockeln noch? Ein Held des Volkes ist gefallen und als Diener der Krone wieder auferstanden. Das ist der Mann, der Skeen werden sollte, garantiert. So wie ich das gerade gelesen habe. Sie haben die Welt betrachtet, wie sie war, und sie waren damit nicht zufrieden. Also haben sie die Welt neu erschaffen, genauso wie sie glaubten, dass sie sein müsste. Das muss ich nochmal nachlesen. Sie haben ein Imperium erschaffen, gegründet auf Mitgefühl. Für diese Kühnheit wurden sie zerschmettert. Okay, was war hier nochmal? Diese zwei haben Land und Soldaten vom einen genommen und im Gegenzug beide alles gegeben. Ich tippe mal auf die dreiteilige Vereinbarung.
Geburt von Engwiv.